Hallo und herzlich willkommen zurück zu Power and Revolution in der 2019er Edition. Die Abstimmung hat zwischen Belarus. Aber sind wir so klein geschnitten? Wir müssen größer werden. Ja, immer noch. Proteste. Ja, der muss geht halt. Leere Sit-in. Robner. Nervt echt. Kann man das beim letzten Mal, beim nächsten Mal, wenn wir ein autoritäres Land bin, dann stelle ich die ganzen Rebellen aus. Mal ehrlich. Was so in Minsk aussieht, dann ist doch kein Problem, ne? Oh, das Volk. Dafür, dass 100% mich mögen, ist halt ganz schön große Menge, ne? Am Platz des Volkes, wie passend. Angreifen. Rein. So. Hier wird nicht mehr dumm rumgestanden, hier wird attackiert. Atatürk. Hier wird Atatürk. War sowas, wann wird hier Atatürk? Vielleicht müssen wir mal wieder ein paar Städten den Befehl geben, so wie es scheint, aber eigentlich haben sie überall sowas von Übermacht. Naja. Chepsk. Minsk, Streit des Wolfs. Ja. Die Lage sieht für uns so nicht oder so. Also. Die Abstimmung hat stattgefunden. Weltsteuergesetz. Wir würden es so sehr schätzen, wenn Ihren wunderbaren humanitären Reden auch konkrete Schritte folgen. Naja. Wir haben die überhaupt Abstimmung. Nichts Humanistisches versprochen. Ein Mann, der nahe des Volkes ist. Wir haben versprochen, eine Demokratie einzuführen und haben die Diktatur wieder hingeführt, aber... wir haben ein rückgängiges Bevölkerungswachstum. Wir haben ein Defizit. Großes Defizit. Ich will nicht, ich muss aber, ich will nicht, aber ich muss. Ich will aber kein Haustisch. Kommt gut an. Ich? Wie viel Geld brauchen wir denn? So, etwa 500 Millionen. Dafür so. Von sowas ist dafür sowas wohl getötet. Gerne. Mit Vergnügen. Stimmt euch? Ja. Nein. Amüsant. Oh. Ökologen. 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 Kann man ja schon mal vergessen, ja. Warum nicht? Ja, großartig. Ich finde, könnten Sie... Die Russen mögen mich nicht ganz so... Stärkung sind unterwegs. Unsere Soldaten. Kommen hier. Bajiljov. Eselskappe, er geht noch da landen. Das erhöhte Risiko. Wir haben jetzt schon 30 Mal gesagt, meine Wirtschaft ist. Bist gesund. Bajiljov. Mal. Naja. Mach dazu gar nichts mehr, ne? Mach dazu gar nichts mehr. Das Volk inzwischen schon aufsteht. Ja, bescheuert. Ja, da trete ich beim Fernsehen auf. Laut ihren. Ich kein Bock mehr langsam. Ich hab das Gefühl, wir sollten einfach. Gern. Mit. Nein. Wenn ich. Ich hab das Gefühl, wir sollten das Let's Play beenden und nochmal neu starten in einem anderen autoritären Land, denn meiner Meinung nach läuft's gut. Aber diese ganzen Demonstrationen, die nerven. Dann schlage ich vor, dass wir beim nächsten Mal ein anderes autokratisches Land nehmen. Keine Ahnung, Moldawien. Aber ist nicht autokratisch. Leider. Serbien. Kosovo jetzt auch nicht ganz so.
Türkei. Türkei! Was gibt's denn autokratisch für Länder auf der Welt? Warte. Ja. Russland. Russland. Präsidentiell autokratisch. Oder wir spielen ein demokratisches, zurückgebliebenes, also was? Ukraine. Russland eben. Russland. Mother Russia. Das wird zu groß, ehrlich gesagt. Nee, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Da habe ich eine Wurst hier die ganze Zeit. Das sieht ja aus wie eine Wurst. Kann ich ja nicht mal das ganze Land in einem Bild einfangen. Da muss ich ja so machen, um da zu können. Ja, aufstehen in Ordner, immerhin das. Super. Aha. Mali. Ja, Mali mit den ganzen Gegnern. Bei Mali, ja, würden wir ja sterben sofort. Risk. Macht's einfach fertig. Wir machen doch keine Gesetze mehr, wir versprechen's. Afrika würde ich gern auch was machen, aber da sind halt überall, irgendwelche Sachen. So hier. Terroristen-Sachen. Oder sowas ganz unspektakulär wie Schwabiland. Genau, Schwabiland. Nein, danke. Zu. Da wohnen die Schwaben. Alter, da. Sehe an. Sollten mal eine Militärbasis in Russland bauen. Einfach aus Prinzip. Dürfen wir jetzt auch zwei bauen. Wollen hier nichts ändern. Wir wollen hier wirklich gar nichts ändern. Nein, nein. Hä? Hä? Warum kostet das Geld, da was zu ändern, was wir nicht ändern wollen? Okay, ich sag nichts. Eigentlich einen großen Militärstützpunkt. Okay. In Russland. Ein normal, gut. War. Ganz aus. Ja. Dauer wäre als Provokation zu. Die Richtung. Nordkorea mag mich. Ich mag Nordkorea. Ich würde sagen, hier Richtung. Hier so, auf der Krim. Genau, auf der Krim. Heißt auch Krim anerkannt. Toll. Deswegen haben die auch keine Flagge. Die hätte den ruhig eine Flagge verpassen können. Mahiljov, ah ja. Milp, wir bauen Milp 3. Ja, Basis 3. Ach, das war gut erraten. Dann treffen wir uns nochmal mit Herrn. Jung. So, du Jungs im. So gut, ja. So, Romnial und Julio. Eine Verschwendung, die Basis da. Ja, wir verschwenden doch nichts, wir doch nichts. Und wir haben jetzt inzwischen. Ich habe gar nicht die Einkommenssteuererhöhung braucht, aber machen wir trotzdem. Wir haben keine Kultur. Warum auch Kultur? Oh, wir werden hier Videospiele. Wir werden jetzt eine Videospielbase. Stimme ich jetzt. Laut ihr. So. Egal, Familie. Gern. Zu froh. Geh häufig nach Nordkorea in Urlaub. Da. Wäre schön. Das mit einer Allianz. Momentan, also in der Realität, würde ich jetzt von der ganzen Welt zerbombt werden gefühlt. Zugang ist aber schon meine Allianz so ganz sinnvoll. Danke. Seezugang jetzt eigentlich auch, ne? Erdgebunden wäre jetzt bei einer Allianz jetzt auch nicht unpraktisch. Wollen sie aber nicht. Mit der Basen. Achso, wir dürfen nicht. Gut. Mäßigen. Das erhöhte Risiko. Oh, das erhöhte Risiko einer. Ja. Obwohl ihre. Aha. Das Gesetz. Zulage für Familien, das ist. Und geben immer mehr für Soziales und alles aus und trotzdem bringt das. Aber für die Arbeitslosenversicherung. Geben Geld für Religion aus? Warum geben wir Geld für Religion? Ich glaube, wir subventionieren doch die Kirche, ne?
Da wir jetzt... In dieser Folge... Guck mal auf die Zeit. Ja, da wir in dieser Folge... Also dürfen wir nicht. Oh Mann, oh. Dann möchte ich mich jetzt aber ganz viel verbieten. Alle außer Psychologen verbieten wir. Psychologen, die mögen wir. War immer nett zu mir. Oh nicht. Mögen mich die Senioren? Nö. Aber die Senioren, die kann ich eigentlich nicht. Mögen mich die Videospieler? So, am Ende einer Staffel kann man mal den Spaß haben. Verboten, super. Gewerkschaften. Wenn wir Streikrecht, Boten, genau. politische Parteien. Meine eigene möchte ich nicht verbieten. Ja. Wäre ich mal gespannt. Es ist Zeit, die Augen zu öffnen. Das Expeditious, very expeditious. So, das sind zwei Achievements. Was sagen die? Outlaw or political party und wahrscheinlich das andere ist Outlaw all political party. Ja. Three or more in one game. Ich lese die mal gar nicht. Die ganzen Verbote. Da. Ausschluss, Ausschluss. Wir werden überall ausgeschlossen. Aha. Das Gesetz tritt heute in Kraft. Einkommensteuer. Ah ja. Da kommt's. Eigentlich muss jede weiter schaffen. Hallo? Aber diesmal war's. Ich bin in einem Hotel in der Stadt mit. Oh, wir sind wieder. Es sieht sehr schlecht aus. Die Soldaten sind überall auf der Straße. Die Generäle wollen bald eine Botschaft im Fernsehen senden. Sie geben vor, sie wollen die Ordnung im Land wiederherstellen. Auflegen. Im Augenblick denke ich, sie wollen die Ordnung mit Maschinengewehren herstellen. Ich sehe Panzer auf ihr Palais zufahren. Gut, ich schließe mich an. In den nächsten Tagen wahrscheinlich. Schön. Aber wo kommt's? Oh! Die hören auf. Ah ja, die verbieten sind. Rekord der Unpopularität. Die hören auf. Das ist schön. Patrioten mögen mich jetzt immerhin. Also. Auf einen Stab und auf einen Igel vor einen spektakulären Sturz hinlegt auf der Stadt. Oh Gott! Er hat davon zu verkleidet, als Klochard gelang es ihm durch die Gänge des Untergeschosses zu entkommen und sich ein Motorrad zu leihen, mit dem er einen Militärflughafen. Verließ das Glück, fand die Zoloff, als er auf der Startbahn auf einen Igel fuhr, einen spektakulären Sturz hinlegt und auf der Stelle verstarb. Also das ist wie bei Theory the May, nur dass bei diesmal den Start nicht geschafft. Ja, aber ich finde, das haben wir gut geschafft. Ja, ja. War jetzt aber auch ein bisschen sehr bewusst hergeführt. Vielen Dank fürs Zuschauen. bis zur nächsten Staffel. Wenn ihr ein anderes Land vorschlagen wollt, könnt ihr es mal tun. Ansonsten überlege ich mir ein relativ flächenmäßig, mittelmäßig demokratisches Land, wo wir mal versuchen sollten, echte demokratische Politik zu machen. Tschüss.